Hallo, na, wunderschön. Herzlich willkommen bei Cassette Beasts. Hallo Primo, na. Uhu. So. Da wollen wir hin. Magischat-Bande. Irgendwie gefällt mir das nicht mehr. Ich bin dann doch etwas zu wenig da, aber vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Ich finde es ja schön, dass wieder alles funktioniert. Nämlich gar nichts, weißt du, bist den ganzen Tag am Machen und dann am Tun. Und dann funktioniert das nicht. Schön. Na gut, wenigstens ist der Anzeigetreiber eben nicht abgestürzt. Ich habe nämlich mal wieder Cassette Beasts erst dann gestartet, als der Stream bereits gestartet war, etc. Weil so macht man das halt. Beziehungsweise ich mache das immer so, dass ich erst den Stream starte und dann alles weitere. Dafür sind ja die 5 bis 10 Minuten vom Stream da. So, ich drücke auf Spielen und wundere mich, warum das Spiel nicht zu hören ist. Weil ich es leise gemacht habe. Deswegen. Wir starten mal wieder am Kaffeegrammophon. Wir sitzen da mit Kaylee. Haben uns hoffentlich ausgeruht. Das ist schöne Ruhe jetzt. Okay, ich bin ja schon leise. Ja, cool. Karte. Gruppe A. Mehr Dinge mit Hüten auf. Ich glaube, Primo hat ein Hutgeschäft und denkt sich gerade, die Leute brauchen mehr Hüte. Hallo, guck mal hier. Meine Hüte passen auf alle Emotes drauf. Genau. Vor allen Dingen, Hype braucht auch einen Hut. Das so sieht's aus. Ich habe auch meinen Hut heute wieder auf. Damit ich, Hallo! Keine Probleme hier habe. Hallo! Hallo, Moonshine Fox. Was geht? Zum ersten Mal den ersten. Ob das korrekt ist? Wer weiß das schon? Manchmal habe ich das Gefühl. Putt entdeckt. Das könnte nicht der Fall sein, aber. Ich bin anders. Ja, Primo, ich weiß. Ich weiß, dass du anders bist. Aber das ist okay. Thomas war auch anders. So, ein Putt. Na, das holen wir uns nochmal ab. Hat gelöst. Ah, schön. Ich bin anderswo. Ah, okay, verstehe. In der Anderswelt vermutlich. Aber wo Anderswelt? Time for some good grog. Ja, ich bin auch in die Anderswelt gekommen. Wurde ich jetzt geisekeit oder wie heißt das? Ich soll jetzt hier auf jeden Fall The Great Hero machen. Beziehungsweise ich habe eine Quest, nämlich wir müssen wieder nach Morbidstadt. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht uns irgendwie ausruhen können, weil jedes Mal wieder nach. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Stell dir vor, in Pokémon
könntest du oder müsstest du jedes Mal, wenn du deine Pokémon heilen möchtest, nach Alabastia zurückkehren. Das ist nichts mit kostenloses Pokécenter in jeder Stadt. Nein. Du musst jedes Mal wieder nach Alabastia zurück und zwar laufen. Naja, du kannst dich einmal teleportieren. Okay, du kannst dich teleportieren oder fliegen oder den Zug benutzen oder was auch immer, aber du bist, wenn du da bist, bist du da und von dort aus musst du dann wieder laufen. So in etwa ist das hier. Magnetische Kräfte. Okay, habe ich da gerade immer irgendwas über AI gelesen? Ich bin angefixt. Na gut, wie sieht's denn aus eigentlich an der Gruppe? So. Torin, Nosa, Luna, Shuni, Kupo, Kori. Alle dabei. Wunderbar. Okay. Spaß, Spaß, Spaß. Nein. Bitte gehen Sie. So, wir gehen natürlich wieder hier oben lang. Wieder einmal frage ich mich, wo genau der Weg mich hinführt. Ich glaube, ich bin immer hier gegangen, ne? Probier mal hier nochmal. Okay, das geht auch. Durch den Park. Kaylee so, hallo, da bin ich wieder. Hier kann man direkt wieder seine Zelte aufschlagen. Ich glaube, ich bin hier mal dran vorbei. Genau, und dann hier. Also ich denke mal, dass ich tatsächlich nochmal irgendwann Smash lerne oder so. Wow. Danke, Kaylee. Dieser Felsblock, ich glaube, du kannst mit einem Spurt. Wobei, ich kann jetzt erst spurten, kann das sein? Oder habe ich das schon immer gekonnt? Also, dass ich... Na gut, jetzt mittlerweile, ich bin ziemlich schnell unterwegs, deswegen ziehe ich so eine flammende Spur hinter mir her. Ich muss noch darauf achten, dass ich nicht schneller bin als 88 Meilen, sonst reise ich in die Zukunft. Aber ja. Das kriege ich auch noch hin. Okay, wow, wild. Jetzt kann ich das Ding kaputt machen. Trotzdem habe ich wieder das Problem. Genau, ich glaube, ich bin dann hier so hin. Oder auch nicht, weil hier ist der Wald von Estham. Nee, da war ich noch nicht. Das wüsste ich. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich hier diese... Also ich kann Kaylee leider nicht dazu zwingen, da drauf stehen zu bleiben. Das wäre gut. Der Herbsthügel, das ist schon mal gut. Genau, und dann... Ja, stimmt, so bin ich oben mal lang gelaufen. Ja, jetzt kam, da wieder der... Der allsehende Allseher. Was ist... Ach so, hier sind die Leute wieder alle immer noch tot. Oh Gott. Ja. Rip. Oh Gott. Leichen pflastern seinen Weg. Achso, hier sind wieder diese Pew-Pews. Warte, ich hab da den Schalter. Den habe ich doch. Achso, nee, stimmt. Da bin ich aber ja noch dahin. Da
Ruhe jetzt. Was war denn Ruhe jetzt? Quests, Ruhe jetzt. Zed auf dem Herbsthügel hat mich gebeten, in der Umgebung für etwas mehr Ruhe zu sorgen, indem ich 5 Kugelinos besiegelt. Ist so. Hi. Hallo, Kugelino. Habe eins gefunden. Und, Stufe 15. Ist ja jetzt mittlerweile auch nichts mehr. Aber okay. Zielwasser. Mhm. Ja. Der Kugelino mal mit seiner Selbstzerstörung. Aber ist kein Problem. Kugelinos. Gibt's ja hier noch mehr. Aber nicht wirklich, ne? Es sei denn, naja, ich meine, in Kämpfen mit dem hier könnten Kugelinos drin sein. Würde mir helfen. Kaylee macht ja einfach alle kaputt. Da war ja was. Ich habe mich leider verklickt. Aber Nosa ist da und rettet den Tag. Hey, Kugelinos. Ich lasse einfach mal alle hier. Schauen wir mal, wir werden nie in Morbidfeld ankommen. Ich glaube, die Kugelinos gibt es nur so in freier Wildbahn. Also hier in den Kämpfen sind die eigentlich nie drin. Schon ewig. War schon so häufig drin. Mhm. Aua, Präventivschlag. Das klingt aber ein bisschen endgültig.
Ich suche jemanden, der ein bisschen aussieht wie eine Pistolenkugel. Das seid nicht ihr. Haben Sie diese Pistolenkugel gesehen? C4 einfach, ne? Luna ist gerade aufgestiegen. Schön, schön. Wo ist sie denn? Da oben. Ach ja, stimmt. Ich ziehe sie ja mit hoch. Ah, guck mal da, ein Kugelino. Jedes Mal Selbstzerstörung machen. Ah gut, scheint ein passiver Skill zu sein. So, 3 von 5. Da ist noch einer. Hallo. Ja. Hä? Ist gar keiner da. Da war doch einer. Wo ist der hin? Oder ist Kugelino... Das ist die Weiterentwicklung. Oder Velociflinte ist die Weiterentwicklung von Kugelino. Und ich habe das schon häufiger gesehen, dass irgendwie... Also die erste Entwicklung einfach nur rumläuft. Und wenn du dann in den Kampf gehst, ist es die Weiterentwicklung. Das ist plötzlich... Es ist dann... geremastert. Na wow, dann zählt das aber nicht. Aber okay, gut. Velociflinte ist... Also der Nachfolger. Das ist ja interessant. Hypnotisieren. Oh nein. Nosa ist eingeschlafen. Was ist da los? Ganze Nacht wieder unterwegs. Also sie kann... Oh. Tulpa rufen? Ruft aus der Astralebene Hilfe herbei. Präzision 1%. Aber ich kann immerhin schlafwandeln. Wie cool. Geht nur leider daneben immer. Okay. Schuss. Aua! Das ist immer ein Kampf hier, doch. Also ich verstehe nicht ganz, warum wird mir das immer als grün angezeigt. Okay, ich glaube, weil es vom Typ her passt, aber es hat halt leider Auswirkungen. Ich mach das mal. Oh, warte, da stand Präzision. Ach so, die haben alle 1%. Wow. Ja gut, was kann ich anderes machen? Oh, daneben. Ah. Ja, das war Torin. So, I'm out of here. Warte, wir haben Feuer und... Ah gut, Astral geht eigentlich immer, ne? So, jetzt gibt's mal hier aufs Maul. Pulpa rufen. Energetisiert. Astraltypen beziehen ihre Kraft aus den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft und Wasser. Habe ich schon gesagt. Aber erstmal so ein Sterni. Sternschauer. Fehlgeschlagen, war klar. Aufgewacht, das ist schon mal gut.
Multischuss. Ja, den will ich auch mal machen. Mit dem Schallknall. Oh, wow. Multischuss so, nö. Wow, hat sich ja richtig gelohnt. Da ist wieder ein Kugelino. Ich hoffe, dass es einer ist. Jawohl. Na gut. Luna kann auch nicht so viel. C4 dürfte helfen. Ach, kritischen. Nein, das will ich nicht. Ja. Oh, hier ist mal mit Gift. Hier ein bisschen. Ein paar Verschlechterungen. Oh, ja, oder auch nicht. Sehe ich hier wieder so. Oh, nö, ich hau mal beides weg. Auch wieder geregelt. Hm. Jetzt, wo ich den letzten brauche, kommt keiner mehr, ne? Ja gut, C4 pustet beide weg. Ich hoffe, jetzt ist Ruhe. So, guck mal. Oh, excuse me. Ruhe jetzt. Okay. Thanks. Jetzt kannst du wieder schlafen, mein Freund. Danke, Mann. Für einen Ranger-Captain sollte es doch nicht so schwierig sein, hier mal ein kleines Nickerchen zu machen. Oh. Oh, ich hatte ganz vergessen, dass du ein Ranger-Captain bist. Bist du hier, um eine Ranger-Herausforderung anzunehmen? Kann das sein? Bin ich bereit? Ich glaube nicht, aber... Okay. Mal ab ins Bettchen. Ich meine, aber aufs Schlachtfeld, ja. Captain Zed. Okay. Der Meditierer. Okay, er hat einen Salamagus und ein Sterntierchen. Ja, ich fühle mich ein bisschen fehl am Platz, ehrlich gesagt. Ist natürlich gut, aber treibt den nach oben. Ist doof, ne? Egal, ich mach's natürlich trotzdem.
Angriffe des Astraltyps ziehen Kraft von Zielen der vier Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser ab. Na toll. Hol die Schuss. Ja. Schlecht. Ausschlafen. Ausschlafende Charaktere heilen in jeder Runde, in der sie schlafen. Oi. Na gut. Soll er doch machen. Gerne beißen. Hm. Na gut, spucke ich ihn halt an. So, drei. Schallknall, ja, ist glaube ich am besten, ne? Wenn ich einfach beide. Achso, ich habe ja eh beide. Ja, egal. Warum habe ich denn nicht vier Angriffe? Hm? Charaktere mit erfasst treffen garantiert. Oh. 54, okay. Das ist ein etwas längerer. Ja, Z ist nicht. Oh, Alter, Z hat richtig viel am Start. Okay, pass auf, Astral. Was ist gut gegen Astral? Astral ist gut gegen Astral. Warte mal, Angreifer. Jedes Mal überlegen, wie ich das mache. Also, ich bin. So, Verteidiger ist Astral, ja? So, und ich komme da mit Luft an, zum Beispiel. Das wäre eine gute Idee. Das ist ja Nosa, ist Luft. Aber da kriegt er ja dann einen AP-Bonus. Das ist ja nicht das, was ich will. Schwächungen. Habe ich das die ganze Zeit falsch verstanden? Schwächungen. Berserker. Das heißt, ich müsste mit Metall ankommen. Der Angreifer ist Feuer. Der Verteidiger ist Wasser. Also Verstärkung, Heildampf. Ich habe es offensichtlich nicht verstanden. Heildampf plus 3. Oder mal 3. Das ist ja gut. Also mit Feuer auf Wasser schießen ist gut, oder was? Was ist denn hier? Wasser, ja? Ich bin Wasser. Der andere ist Blitz. Gibt Multiziel. Auch wieder gut, aber für ihn. Also muss ich nach Schwächen gucken. Gut, ich bin, was bin ich denn? Der Verteidiger ist definitiv Astral war es jetzt, ne? Also muss ich mit Metall. Plastik oder Gift? Okay, Kupo ist es. Ich komme mit Gift. Ich hoffe, Zed hat gleich mal ausgeschlafen. Also mit 57, so viel Schaden kann ich ihm gar nicht machen. Giften. Das sieht schon mal gut aus. Also ich verstehe das Prinzip nicht ganz. Also ich habe zweimal eine Schwächung. Zwei Runden habe ich noch eine Schwäche. Wo er allerdings 14 Boost hat. Okay.
Ich muss also tatsächlich, okay, das wird für mich dynamisch angepasst. Das heißt, weil er hat, ich weiß nicht genau, was es ist. Der AP-Bonus ist es, glaube ich. Ne? Ich hab zweimal AP-Abzug. Und er hat 14 AP-Bonus. Also 14 Runden noch den AP-Bonus. Eine Runde noch schlafen und generell Heilung gerade. Also Gesundheit geht nach oben. Das heißt, dass ich tatsächlich gucken muss, wenn ich ihn angreife, könnte es sein, dass er durch meine Attacke einen AP-Bonus bekommt, was er quasi die ganze Zeit bekommt. Obwohl die Attacke mir als grün angezeigt wird. Das heißt, eigentlich müsste die ihn schwächen. Beziehungsweise ich glaube, dann müssen die Attacken rot sein, oder? Damit das es abzieht. Das weiß ich halt noch nicht ganz, weil grün und rot ist ja nochmal unterschiedlich, glaube ich. Oh, Kaylee kann nur spucken. Auch gut. Genau, so würde er jetzt nämlich einen AP-Bonus bekommen. Aber ich kann halt nichts. Ich kann ja nichts anderes machen. Ich muss ja. Was soll ich tun? 91 ist schon mal gut. Schlafwandeln. Haut natürlich daneben. Aufgewacht. Okay, ja. So, der kann natürlich alles einsetzen. Was ist Déjà-vu? Multischlag. Oh, finde ich gut. Mal nochmal Multiziel, damit ich, fuck, das macht gar keinen Sinn. Er ist ja alleine. Cool. Ich beiß ihn mal, aber beißen ist gut. Und hier kann ich noch spucken. Weil ich habe AP-Abzug. Deswegen, bei mir kommt gar nichts an. Oh, Multischlag fehlgeschlagen. Okay, ja. Ich energetisiere ihn weiterhin. Aber ich habe Gift noch dabei, was ganz gut ist. Okay, jetzt kriegt er dadurch einen Nachteil. C4 macht ihn aber wieder. Aber das ist generell, weil es Luft ist, glaube ich. Eiszapfenfall wäre dann also sinnvoller. Stört Berserker. Okay, genau. Multiziel. Okay, ich kann jetzt zweimal angreifen. Also nicht Multiziel, es ist Multischlag. Das heißt zweimal. Das ist ein Unterschied. Also Multiziel greift zwei Ziele an. Multischlag zweimal hintereinander. Okay. Oh, wie läuft der Kampf? Habe ich schon gewonnen? Oh. Ja, Brudi, wohl nicht, wa? Oh, läuft noch. Okay. Was ist das denn? Es ist ein Set. Ist das irgendeine Motte oder so? Ist das die... Im Cape auf jeden Fall. Ich müsste eine Turbine hinter ihn platzieren. Dann wäre ich das Ding los. Auf jeden Fall kriegt er erstmal Gift. Hier kann ich nur spucken, weil ich immer noch im Nachteil bin. Viermal. Ich glaube, es wird auch nichts mehr bei Kaylee da. Oh, das hat geschlagen. Weiterhin AP-Bonus. Schimmer schön auf. Dingsen. Oh, er hat sogar noch. Ich probiere nochmal. Ne, ich meine, das ist Kraft 90. Das ist schon mal gut. Ich level den halt immer hoch, ne? Die ganze Zeit. Doppelklaps? Nee, es ist egal. Nosa hat einfach den falschen. Falsche. Dings. Ich muss. Ah, Eispfeil. Ich meine, wenn ich das machen kann, Eispfeil. Sechs Runden vergiftet. Spucken. Vergiftet. Ich glaube, 5 Runden reicht. Da will ich jetzt nochmal wieder ein bisschen eine Runde beißen. Ich kann wieder nur spucken.
Zumindest bleibe ich so immer frisch. Oh, nein, halt. Ah. Wieder der Eiszapfen. Mein minus 50 schmeckt schon. Das schmeckt schon richtig gut. So, sehr, mein Freund. Das war's. Ich bin müde. 800 Erfahrung. Wow. Wow. Ausschlafen, besiege Captain Zed. Wow. Ich glaube, dieser letzte Schlag hat mich dann doch aufgeweckt. Ah, hier ist deine Belohnung. Schlafi. Zwei muss ich noch machen. Wo auch immer die ist. Ausschlafen, ungewöhnlich. Lässt den Benutzer einschlafen und in jeder Runde, der er schläft, TP generieren. Da sehe ich mich. Ich könnte deinen Gästen ein Tässchen Kaffee vertragen, um wach zu werden. Oder auch nicht. Er haut einfach ab. Cool. Und, naja, hier die Tortellinos, nee, Petrellinos sind jetzt aber auch nicht die schlausten, ne? Ich hoffe, jetzt komme ich endlich nach Morbidstadt hier. Ist ja unfassbar, dass man da nicht einfach hinlaufen kann. Nee, du musst erstmal hier einen Hebel ziehen, da einen Hebel ziehen. Was machen denn die Leute, die da hin wollen? Vermutlich will da entweder gar keiner hin oder die kommen... Oh, tschüss! Die kommen gar nicht, die kommen da gar nicht hin. Ist da irgendwas? Nee, ne? Okay, da ist noch jemand. Hier ist... Ja, warte. Oh Gott! Hä? Hi! Oh nein! Oh nein! Jetzt muss ich da ernsthaft wieder hoch, oder was? Oh, au! Oh, brauche ich gar nicht! Kann ich einfach hochfliegen, oder auch nicht? Herbsthügel, ah! Aha! Okay, ja, cool. Jetzt bin ich hier und was bringt mir das? Ich spreche mal mit ihr da unten. Sieht ein bisschen aus wie, ja, nee, sieht nicht aus wie... Shuni aus Evoland 2. Ich dachte. Ah, ich brauche eine Pause vom Graben. Wenn du mich in einem schnellen Kampf besiegen kannst, erzähle ich dir ein bisschen was über diesen Ort. Doch kein Problem. Oh, Level 24. Oh. Ein Terrakocha. Es ist Berg. Angreifer ist... Verteidiger ist Berg. Astral. Astralmetallpflanze, Wasser. Astralmetallpflanze. 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 Habe ich alles nicht. Ich habe Astral, habe ich. Ja, Pflanze ist leider gerade kaputt. Danke. Astraltypen, ja, weiß ich. Ich bin jetzt energetisiert, ich brenne aber auch. Wie, how about einen Sternschuss? Was war Tabula Rasa? Statuseffekte, achso.
Aber dann würde ich doch von ihm Status... Ich kann theoretisch auch von ihm die Statuseffekte wegnehmen, ne? Ich weiß zwar nicht, was mir das bringen sollte, aber... Ich knusper ihn mal an. Ich nehme natürlich wieder C4. Okay. Erste Hilfe. Oh, ich mach das mal. Stimmt ja, Shuni ist ja Heilerin. Kann ja heilen. Eiszapfenpfeil. Machen wir da. Oh, ah, ein Pflaster. Eichelmörser. Aua. Noch so Eicheln. Noch kein Eichhörnchen. Oh, jetzt Hilfe kann ich nicht. Dann beiß ich ihn. Okay, hat sich gelohnt. Well. Von Captain Dreadful wissen wir, dass es in dieser Gegend früher Erz abgebaut worden ist. Wurden tun. Weiß schon. Aber anscheinend fanden nicht alle Explosionen hier kontrolliert statt. Und ich kann keine Hinweise auf Bergbauwerkzeuge oder künstliche Sprengstoffe finden. Möglicherweise wurde das gesamte Gebiet über mehrere Jahrhunderte hinweg von Kugelinus ausgegraben. Also hat entweder der Captain Unrecht oder die Kugelinus haben alle Beweise vernichtet. Oh, Vielleicht wurden die Beweise ja zu den Kugelinus. Was denkst du? Ja, aha. Ah. Ich werde weggeweht. Wow. Oh, tschüss. Okay, ja. Eine Kiste. Plastik-Giftstich. Achso, habe ich schon. Holz und eine Aerosol-Kassette. Oh. Upsi. Oh nein. Well. Je größer die Schwierigkeit, desto rumpfaller ist es, sie zu überwinden. Epikur. C4. Wie schmeckt denn so ein Skelett? Darf ich dir mal deine Knochen abnagen? Die Kunst, gut zu kämpfen, und die Kunst, eine Niederlage gut einzustecken, sind eins. Okay, cool. Okay, da unten ist, ist noch eine... Nein, wir gehen jetzt nach Morbidstadt. Ich brauche ganz dringend mal irgendwie Heilung oder so. Da ist nur ein leichter Wind. Ich hoffe, der pustet mich oben nicht weg da. So, ja, warte. Ah. Keine Ahnung, was das hieß gerade. Blimp. Aber offensichtlich habe ich gerade hier, mir Tür und Tor geöffnet, um hier hochzukommen. Das sieht so aus, als würden wir hier gleich Morbidstadt erreichen. Neu-London, Ödland. Nee. Es ist Neu-London. Und plötzlich... Ah, ich verstehe, warum London. Was ist das?
Das ist eine Sanduhr. Zeitloser. Es ist eine Sanduhr mit Zylinder und es ist eine kaputte Sanduhr mit einem Grabschi. Und ich möchte sie haben. Was ist denn das für ein Typ? Berg. Eistyp, Feuertyp, Astraltyp, Gifttyp, Blitztyp, Lufttyp. Ja, dann nehmen wir die hier. Wobei, ich habe so viele von diesen kleinen Kassetten, ne? Einfache Kassette. Nehme ich die einfache Kassette. Und versuchen wir da mal ein bisschen. Müssen wir ein bisschen standhaft sein. Spucken, weiß nicht. Oh. Nee, verdammt, da muss Kaylee machen, ne? Kaylee muss aufnehmen, weil sonst macht sie Doppel-Dings. Und dann habe ich ein Problem. Was war das? 100%? Achso, fliehen 100%. Ich bin noch nie geflohen. Sowas mache ich auch bei Pokémon selten. Recording. 9%, ui. Na, immerhin. Aua. Sorry. Ach, Kaylee. Recording. Jetzt kann er mich wenigstens nicht mal kaputt machen. Erdbeschichtung. Beschichtungen ändern eine bestimmte Anzahl von Runden lang den Elementartyp eines Charakters. Sorry. Ja, und jetzt ist er Erde, oder was? Wie sich das Ding aber auch verändert, das ist cool. Ich probiere jetzt einfach, wir nehmen jetzt einfach beide auf. Vielleicht erhöht das ja die Chance. Ich hoffe zwar nicht, aber... Ich glaube, irgendeiner wird doch jetzt hier wohl... scharfe Kanten Kontaktschaden. Oh, nicht gut. Sorry. Also, nicht angreifen, das Viech. Ich weiß ja auch, warum ich so viele Kassetten habe, weil ich einfach... einer nach dem nächsten wegballer. Ja, mal gucken, vielleicht habe ich da Glück. Sandsturm. Aua, aua. 7%, okay. Oh, 6%. Aber fehlgeschlagen. Ach komm, ich muss mal spucken. Hansi probiert es weiterhin, ja? Recording. Oh, Chance erhöht sich. Kleinen Klaps. Attackschaden, aua. Jawollo. Ja, Kaylee wieder. Zeitloser. Der Kern des Zeitlosen scheint sein gebrochener. Der Kern des Zeitlosen scheint sein zerbrochener Sandurkopf zu sein. Der von der Hauptmasse getrennte Sand wird vollkommen leblos. Im Gegenzug kann der Zeitlose an Masse zunehmen, wenn er mit Sand in Kontakt gerät. Scharfe Kanten. Na, Erde? Hm. Ah ja, eines Tages vielleicht. Wir gucken mal. So, jetzt ist hier Achterbahn, mein Freund.
Pum. So nämlich. Okay, aha, Luna. Luna und Shuni. Beide Level 2. Wunderbar. Geistesverschmelzung. Der Benutzer teilt seine Aktion mit seinen Verbündeten und entzünden. Trifft ein Ziel, ja gut. Ich hatte jetzt ernsthaft gedacht, hier wäre Morbidstadt irgendwo. Aber nein, da muss ich... Oh Gott, ich muss nach oben. Ich bin die ganze Zeit um die Stadt herumgelaufen. What the hell? Wie kommt man denn da hin? Hä? Kann nicht so schwierig sein. Null von 8 Liedteilen gesammelt. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, die Erzengel sind ein bisschen wie Slenderman. So ein Makler bringt Kaylee nach Morbidstadt. Ja. Kommt man aber nicht so einfach hin. Da ist pustig. So, das bringt mir ja gar nichts. Da unten auch nicht. Hier sind irgendwie zwei. Ich mach's mir gerade mal einfach, ne? Warte. So, fortsetzen. Okay, die gehen wir kurz da drauf. Und, Nee. Warte, ich gehe mal da drauf. Und dann kann ich Kaylee steuern, so. Ich kann komischerweise nicht beide gleichzeitig steuern, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Ausstieg. Ich will ja nicht aussteigen. Ich steige nicht aus. Schön. So. Achso. Ja. Irgendwie, wenn die Tastatursteuerung nimmt der so nicht an. Gut, hi, wer sind Sie? Right. Wie ich hörte, war das früher mal ein Fluss. Also bin ich vorbeigekommen, um ihn wieder zu füllen. Ein Ranger, na toll. Und ich hänge hier halb auf 8. Ein Tauchhund, okay. Ich bin jetzt eigentlich im Nachteil, weil ich ja Feuer habe. Ich könnte das Ding ja anzünden. Guck mal, jetzt. Damit würde ich ihm aber dann ja einen Vorteil geben. Also grün ist in diesem Fall nicht gut, weil, oder? Nee, grün wäre nicht gut. Auch da. Fokus. Erhöht die Präzision des Benutzers. Okay, wechseln. Ich versuche mal auf Cori zu gehen, weil Cori ist ja Blitz. Müsste ja eigentlich besser klappen. So, Eiszapfenpfeil, ne? Ist gelb. Gibt also Vorteil und Nachteil, glaube ich, oder? Ah,
Ah, Kuri hat auch Echolot. Das ist gut. Wasser leitet Elektrizität und erhöht sowohl den Umfang als auch die Reichweite von Angriffen des Blitztyps. So nämlich. Ja. So, ich habe 6-mal Echolot. Das ist schön. Guck ich mal eben, dass ich hier... Kraft 60 ist jetzt rot. Ich verstehe mal nicht ganz, warum das rot ist. Auch so eine Donnerexplosion, warum nicht? Genau, ist jetzt rot, ist also zieht also ab. Eisdingsbums. Oh, warum nicht? Wow. Okay. Das war krass. Mache ich doch gleich nochmal. Es regnet. Ist das gut? Ich weiß nicht. Ich glaube, rot heißt dann, dass es komplett abzieht. Oder einfach nur, dass es Schaden macht. Grün wäre... nee, es geht eher in die positive Richtung. Aber sicher bin ich mir da nicht. Dann muss ich weitere Studien für in Auftrag geben. Ein Metallriff trifft ein ganzes Team, wird beim Ausrüsten einer auf einer Kassette des Metalltyps zu einem Angriff des Lufttyps. Metallriff. Da trifft ein ganzes Team, ist nie verkehrt. Meine Kehle ist sowas von trocken. Tut mir leid, Ökosystem. Du musst warten, bis ich wieder gefüllt bin. Ist es Aqua oder irgendwie, ich weiß auch nicht, warum die gute Dame jetzt plötzlich, warum sie blau war. Vielleicht hat sie einfach nur gut gebechert. Ödland. Oh, guck mal, hier ist ein Häusle. Wow. Ui, ist das schön. Hier will ich drin wohnen. Kann man rausgucken, ist ein Cabrio-Haus. Hallo. Hä? Da ist ein Bassin mit einem Stein drin. Was auch immer das bringt. Ich glaube, diese Steine muss ich halt irgendwie raussammeln und dann kann ich die halt irgendwo raufpacken. Oder ich muss damit irgendwo hin. Zum Beispiel da vorne. Wäre ich jetzt nicht zu zweit oder so, hätte ich das ja gar nicht lösen können, das Rätsel. Ich sehe Hüte. Warum sind hier Hüte? Oh, achso, es ist ein Rätsel. Noch mehr Sanduhren. Ja. Ja, guck mal, entzünden ist gut. Kaylee wieder so, plach, beide weg. Ah. Ich möchte in deine Kiste. Leben absorbieren, regeneriert die Menge an verursachten Schaden als TP. Ja gut, da wird nicht viel rauskommen bei der Kraft von 30. Ätherische Kassette. Ah, ist gut für Astraltypen. Mhm. Ich nehme diese Kiste und schmeiße sie irgendwo hin. Okay, hier gibt's irgendwie kaputte Häuser. Im Ödland. Das sind die Ruinen von Neulondon. Okay. Ah. Neulondon, ja. Oh Mann, ich habe wirklich gedacht, dass wir jetzt ins Dings kommen. Nach Morbidstadt, dass ich jetzt mal ein bisschen hier... Na,
Naja, ich reiz es einfach noch ein bisschen aus, würde ich sagen. Entzünden auf Nimmertod war auf jeden Fall eine gute Idee. C4 natürlich wieder hier und dann. Passt kaputt. Erdbeschichtung wieder. Hm, das ist gut. Dass wir hier ein bisschen Erfahrung halt machen können. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, was da stand. So wie immer. Boah, die Steuerung ist echt ein bisschen nervig. Wow, da ist eine Kiste drin. Habe ich gesehen. Nein, Fossil. Damit bin nicht ich gemeint, sondern... Na, ihr wisst schon. Regeneriert automatisch die gesamte Gesundheit des Benutzers, wenn er versteinert wird. Cool. Ja, offensichtlich kommen wir heute nicht nach Morbidstadt. Seek fluid intake. Mhm. Machen wir gleich. Hab was gesiegt. Schöner Hut. Ich weiß, warum du hier bist. Dieses Land eignet sich perfekt für die Stadtentwicklung, aber ich habe es zuerst gefunden. Oh nein, eine Maklerin. Eigentlich könnte ich mich mal wieder zurückspulen gleich, ne? Dann kann ich die Dinger wenigstens mal irgendwas ausgeben. Ich könnte fusionieren. Aber ich sehe uns da aktuell nicht. So, entzünden. Hm. Aber warum nicht? C4 reicht eigentlich, glaube ich, schon aus. Eine Maklerin im Bauernskelett? Genau. Siehst du? Oh, sie hat sogar noch eine Kassette dabei. Ach Mann, oh. Ich verklick mich heute aber regelmäßig. Ja, mehr als zwei Kassetten haben die auch eigentlich nicht dabei. Aber die Makler sind schon... Könnte mal wieder ein Büro hier sein. Für mich wird es bestimmt noch weitere Gelegenheiten geben. Oh. Okay. Ach, jetzt weiß ich, warum die Tastatur vorhin schon wieder nicht funktioniert hat, weil ich nicht im Spiel bin. Brumm, brumm. Ich hab schon wieder. Ich bin ständig aus dem Spiel geklickt. Dinge.
Offenbar kann sich niemand auf Neuviral auf die einfachsten historischen Fakten einigen. Manche haben die Vorstellung von einem Multiversum akzeptiert, aber ich glaube, auf dieser Insel wimmelt es nur so von Lügnern. Zum Beispiel leugnen viele, dass die Marslandung im Jahr 1969 stattgefunden hat. Verschwörungstheoretiker, alle miteinander! Aha. Rudi, du weißt schon, dass wir alle aus verschiedenen Welten kommen, ne? Und dass deswegen, hier so ein bisschen wild ist. Aber ich find's schön, ich find die Prämisse halt immer total toll. Ach man, ich hoffe, in meinem nächsten Leben werde ich auch eine Eismaschine. Könnte ich immer Eis machen. Düsterflügler. Hieß das Ding so? Kori zu Anfang hieß Düsterflügler, ja? War schön, da vergessen. Weißen. Nam nam nam. Oh, Multiziel. Aua. Oh no, she did Luna kaputt. Steigt ein Levelchen auf. Kriegt ausweichen. Wait! Nein, nicht auch noch. Oh. Speicher mal. Ich will eigentlich nach oben, ne? Aber ich schaffe es einfach nicht nach oben. Es ist unmachbar. Unschaffbar? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt muss ich hier über diesen. Ja, aber da ist ja auch kein Pfad. Aber wie bin ich denn von hier oben? Oder ist da ein Pfad? Keine Ahnung. Ich mache ja einfach mal schon mal alles kaputt. Ich glaube, mit denen habe ich schon geredet. Kann das sein? Oder auch nicht. Vielleicht lasse ich das heute auch einfach mal. Okay, da komme ich nicht hin, da muss ich aber euch. Ich meine, ich könnte einfach von oben. Also. Guck mal, ich mache einfach den hier. Brech mir halb die Haxen. Aber nimm immer einen Schneesturm mit. Achso, jetzt komme ich aber schlecht wieder so weg, ne? Oh no, ich komme da nicht mehr hin. Ah. Ja gut, dann gehe ich halt hier lang. Gehe ich halt hier hoch. Ja. Neu-London im Ödland. Oh, es wird dunkel. Das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf, dass es hier einen Tag-Nacht-Rhythmus gibt. Ich meinte natürlich, das ist mir vorher auch schon aufgefallen. Ich habe es nur nicht gesagt, weil. Naja. Habt ihr ja selber gemerkt. Ah, die Sprungfeder, die. Ein bisschen krasser drauf. Ja, und Nosa wieder so. Puh, puh, puh. Aber beide Insta-Kill. Okay, wer ist sie? Noch eine Captain. Diese Art hier hieß mal Neu-London. In Hafenstadt gab es eine Menge Einwohner. Und es wurde Zeit für eine schöne neue Siedlung. Ich bin hier aufgewachsen.
habe meine ganze Kindheit hier verbracht und Geschichten über das echte London gehört. Ha! Das klang nach einem furchtbaren Ort. Halsabschneider, Wegelagerer, Vampire. Ich war total fasziniert davon. Das klingt ja lustig. Oh. Ah, als die Stadt niederbrannte, gingen diese Geschichten verloren. Ist doch klar. Und hier ist auch alles. Und jeder in Flammen aufgegangen, außer mir. Penny Dreadful. Penny Dreadful, Ranger Captain, dem Tod von der Schippespringerin, höchstpersönlich. Das ist ein seltsamer Name. In Hafenstadt glaubt jeder was anderes. Aber bei einer Sache sind wir uns einig. Irgendwann werden wir alle den Löffel abgeben. Well. Ich glaube, es fehlt ihnen einfach an Fantasie. Der Tod ist nicht das Ende. Nicht, wenn man die geheimen Lehren kennt. Ich könnte dir eine Demonstration zeigen und geben, wenn du meinst, dass du dafür bereit bist. Du bist doch der neue Ranger auszubilden, oder? Bist du auf der Suche nach einem Kampf, um dich zu beweisen? Später vielleicht, ja? Noch nicht so weit, hä? Ich werde es dir nicht ankreiden. Ja, ich wollte vielleicht nochmal ganz kurz vorher, wobei ich glaube, das bringt gerade gar nicht so viel, ne? Ich habe zumindest eine Neuspulung. Ich würde sie, Thorin oder Luna, also ich brauche auf jeden Fall, die EPs. Was könnte Penny denn für Biester haben? Gibt's irgendwelche Teetassen hier? Gibt's irgendwie Tee? Pflanze! Ich glaube Pflanze. Ich hol Luna zurück. Kann ich noch zurückspulen? Macht das irgendwo Sinn? Oh ja. Durchaus. Ich gehe da auf jeden Fall voll rein. Ich finde es echt doof, dass man nur eine mitnehmen kann. Also ich war derjenige bei Pokémon, der immer hier mit den... ich habe richtig viel Top-Genesung gekauft, ne? Schön vor den Top 4 erstmal das ganze Geld, was man vorher gesammelt hat, für Top-Genesung ausgegeben. Und dann immer nur Top-Genesung. Das hat alle Statuseffekte geheilt, hat dich gleich, glaube ich, zu 50% aufgefüllt. Oder vielleicht auch, na, weil es ja Top-Genesung heißt, komplett. Gib ihm 27 Top-Genesung, kein Problem. So nämlich. Hm? Okay, Penny. Ich bin bereit. Let's crack on. Oh ja, dann lassen wir es mal krachen. Falls du erwartet, dass ich mich zurückhalte, weil ich ein Ranger-Captain bin, hast du dich getäuscht. Dich erwartet ein richtiger Kampf. Wubbede-wubbede-wub. Captain Penny Dreadful. Von der Schippespringerin. Okay. Entzünden. 60. Das kann ich nicht. Ich meine, dass Sand nicht sonderlich gut brennt. Oh, was wünscht er sich denn? Geisterhafte Charaktere sind nicht durch Angriffe zu treffen, werden jedoch besiegt, wenn der Timer des Geisterhaft-Status abläuft. Oh. Was ist denn das Gegenwart? Was zeigt denn der Geister an? Es ist ein Unu. Unu-Face. Aua. Ein bisschen wie bei Uno. Uno! Ja. Wenn du da nicht letzte Karte sagst, kriegst du auch reingedrückt.
Vor allen Dingen bei Una Extrem, mit diesem Viech, was dir erstmal 12 Karten ins Gesicht schmeißt, wenn du Pech hast. Hallo. ich muss ja auch noch irgendwann Uno spielen, ne? Oh Gott. Naja, wird schon. Oh, jetzt könnte ich eigentlich mich fusionieren, ne? Ich meine, dafür habe ich es mir aufgespart. Ich würde sagen, let's go. Fusion! Velocibel! Guck mal, ich habe ein Herz-Headset auf. Ich bin cool. So, Dreadful. Oh, das ist ja ein lustiger Bug. Wieso steht denn da jetzt Dreadful? Was stand da vor? Wie hieß denn der Name vorher? Gedingsloser? Todloser? Nee. Skelettloser? Nee, der stand doch nicht Dreadful. Chris Cayley. So. Was machen wir denn? Beißen? Multischuss? Ich glaube Multischuss, oder? Oh, ein bisschen pum 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 pum. Oder einfach C4. Naja, das ist ja langweilig. Irgendwas, was doppelt hat hier. Oder beiden. Nee, beißen brauchen wir nicht. Multi. Ich schieß mal. Schieß mal Multi hier. Achso, ja, stimmt. Den Geisterhaft bringt das ja nichts. Das heißt, da muss ich irgendwie Statuseffekte runterkriegen oder sowas. Zeitler Hundejahre. Timer verlängert. Oh. Okay. Schallknall ist doch auch eine Idee. Ja, geisterhaft. Bla bla bla. Bergsturz. Aua! Hallo, ich sammle Statuseffekte, negative. Da sehe ich mich. Okay. Echolot Hurricane. Zerstört Welle. Komm, da muss noch was gehen. Natürlich nicht. Wow, okay, Bergsturz haut aber rein, ne? Okay, was kann ich machen? Physische Effekte bringen nichts. Fernkampfangriff. Ich hab nur Kampfangriffe. Ich bin halt so. Kann ich auch nichts für. Statuseffekte. Ich meine, ich könnte mich aufpumpen. Oder das versuchen. Ich pumpe mich erstmal auf und dann kannst du einen Moment hier nur aushalten. Einer hat er noch. Mach mal Hilferuf. Ich hol auch immer Hilfe dabei. Hui. Hallo. Oh, Ritual. Charaktere mit Ritual kehren mit 25% ihrer Gesundheit zurück, wenn sie besiegt wird. Wow. Okay. Ah. Captain Dreadful ist gestorben. Aber Ritual hat sie zurückgeholt. Ja. Auferstandene Charaktere können durch Effekte wie beispielsweise Ritual nicht mehr zurückgeholt werden. Okay. Alles klar, es geht nur einmal. Aber jetzt ist hier schnell Feuer. Boom, boom, boom. Reicht. Du brauchst eine Abtreibung. Was? Abreibung, hat sie gesagt. Dreadful. Ach, Penny Dreadful. Ja. Na klar doch. Sie heißt so. Wusste ich. Oh, was ist das denn? Es ist ein Geist aus der Flasche. Aus einer Urne. Defusionieren kann ich auch. Das ist ja wild. Ja, wäre vielleicht sinnvoller gewesen, nicht zu fusionieren, weil... Ich habe ja jetzt kein Doppeltrieb mehr. Das ist noch ein Multischuss. Ich könnte hier unten mal gucken. Hurricane vielleicht. Oh ja, das ist bei ihm wieder richtig gut. Was ist er denn? Astral. Ja gut, weil ich halt Feuer bin, ne? Beißen? Beißen ist doch gut. Dann kriege ich ein bisschen Energie zurück.
AP. Toll. Oh, was macht der Handkantenschlag? Die innere Harmonie von Astraltypen kann durcheinander geraten, wenn sie den unreinen Elementen Plastik, Gift und Metall ausgesetzt werden. Was ist denn die Drahtkappe? Was ist er denn für einer? Ja, egal was ich mache, sie kriegt immer AP. Nach oben. Was natürlich bei dem Eispfeil. Das ist eine gute Idee. Okay, da ist er weg. Das ist auch eine gute. Gott, bringt ja gar nichts. Gut, ich hau jetzt einfach rein. Im Hurricane! Da geht aber auch gut was weg. How about the Multischuss? Penny, jetzt habe ich dich. Alright then. Ha. So nämlich. Hinter dem Schleier besiege Captain Penny Dreadful. Ich bin mächtig beeindruckt. Selbst, dass ich mich von der Ebene der Sterblichen entfernt habe, hat nicht gereicht, um dich zu besiegen. Hier ist deine Belohnung für den Sieg über die unsterbliche Penny Dreadful. Okay, Nummer 7. Ist schon wild. Einmal alles quer durch die Gegend. Aber ich habe heute mal einen 2 gemacht. Aber ich hatte wirklich, das ist wirklich echt erst mal 3? Ich dachte, ich hätte mehr. Okay, na gut, 2 Captains. Ha! Nicht vergessen, wenn Leben das ist, was man daraus macht, gilt das auch für den Tod. Oh, das ist schön. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber es klingt tiefsinnig. Oh ja. This is very deep. Jetzt bin ich nur immer noch nicht da oben. Okay, Penny kommt also aus Neu-London. Da habe ich schon... Vor allen Dingen, wer hat denn einen Hebel auf seinem Haus zu einer Kiste in seinem Haus? Ich weiß jetzt nicht, ob das... Oh, nein! Na toll. Ob das was bringt hier? Warum ist das so laut hier? Okay, da würde ich tatsächlich noch irgendwie irgendwo hinkommen. Probiere ich das nochmal. Oh, Kaylee, warum gehst du mir denn... Huch, sie ist wieder da. Achso, ja gut, das hatten wir ja schon. Achso, ja, stimmt. Jetzt komme ich ja hier nirgendwo mehr hoch. Ja. Das ist halt echt nervig, ne? So, jetzt kommt Kaylee wieder. Boah, boah, und tschüss.
Ding. Da muss ich nochmal was anmachen. Da muss ich da oben. Aber da komme ich halt erst hin, wenn ich hier durch bin. Jetzt muss ich erst mal wieder außen rum. Oh nö. Oh Gott. Alle von mir hier. Oh. Ich laufe wieder in so eine Pistole rein. Metalltypen können mit Angriffen des Feuertyps geschmolzen werden, was zu anhaltenden Schaden beim Ziel führt, okay? Cool. Wow, und er nimmt einfach noch Luna mit. Danke. Für nichts. Ich krieg noch nicht mal was. Toll. Miss Luna. Ich komme hier wirklich nicht hoch. Mal, ich guck mal nochmal was. Das ist doch, also wirklich. Zu dem will ich. Da irgendwie der. Ah, die Stadt ist durch einen Wall geschützt. Aber wie? Man da hoch. Das kann doch nicht wahr sein. Höhe. Oder wie kam ich das so an? Ich finde das voll fies, ne? Dass man eins zeigt. Guck mal, da musst du hin und dann so. Ja, okay, dann gehe ich da hin. Ah, nee, du musst erstmal 5 Jahre außen rumlaufen. Ah! Wo bin ich denn jetzt wieder reingelaufen? Mann, ey. Level 3. Sicheres Ding. Lässt die nächste Aktion des Ziels garantiert treffen. Schön. Okay, ich spreche jetzt mal mit Jesus hier hinten. Wenn du mich besiegst, verrate ich dir das Geheimnis über das Kind des Kummers. Oh, wer ist denn das Kind des Kummers? Ein Kultist. Oh nein. Dieser Kult. Ja, Stufe 24, da würde ich dann mal reingehen. Ach, daneben. Wieso, okay, der explodiert jetzt. Nimm den mit, hoffentlich. Aua. Aua. Mit
1988 veröffentlichten die beiden Rockbands Iron Gaiden und Shields of the Nephilim gleichzeitig Songs mit dem Titel Kind des Kummers, ohne voneinander zu wissen. Wenn man sie sich gleichzeitig rückwärts anhört, sodass die Worte ineinander übergehen, wird das ursprüngliche Kind des Kummers beschworen. Ein derart mächtiges Wesen, dass es ein Tor zwischen Welten öffnen kann. So habe ich es zumindest gehört. Einer der Songs ist hier auf Neuviral verfügbar, also kann ich nicht sagen, ob man mich nur auf dem Arm genommen hat. Aber Bruder Kupo hat einen anderen Weg gefunden, Neuviral zu verlassen. So viel steht fest. Dieser Kupo ist schon ein Tausendsasser. Mit seinem Kult. Okay. Das wird mein Endboss. Oh, ein Knopf. Wow. Ich habe jetzt wirklich gedacht, es passiert was Spannendes, ne? Nee, stattdessen kommt hier so eine geile Kiste. Wenn da jetzt kein Schlüssel zur Stadt Neuviral drin ist, Dingens. Nö, Müll. Ah, ich will doch nur nach Morbidstadt. Nee. Ah. Oh, warte, hier. Aha. Komm ich da hoch? Dann hier. Jetzt habe ich hier zumindest so eine Abkürzung. Das ist ja cool, ne, mit den Abkürzungen, dass man da zumindest dann... Haha! Ich wollte schon immer mal zu einem bösen Kult. Jetzt kann ich es endlich... Sie hat voll da runtergeschmissen. Habe ich gesehen. Du Kultist, du. Muss Mosa mal wieder aufheilen hier. Warte, machen wir Sternschuss. Hier machen wir mal kleine Rückspulung. Natürlich! Gleich wieder auf Mosa drauf da. Nein, sie ist leitend. Blöder Prügelbock. Da gibt es jetzt einen Multischuss. Aua. Ah. Was ist das denn? Ein Fernseher. Glotzenmieze. Oh. Oh, die... Aber die hätte ich so gerne, ne? Die ist nämlich Blitzy. Warte mal, Blitzy hat bei mir... Ja, wie cool. Das, Kinder, ist ein alter Fernseher. Könnte aber auch ein Oszilloskop sein, was eigentlich dasselbe ist, weil ein Oszilloskop war ja auch nur einfach ein Ding mit einer braunen Röhre. War aber nicht ganz so krass. Beziehungsweise die alten Röhrenfernseher, die konnte man auch als Oszilloskop verwenden. TV-Junkie, genau, so. Das ist nämlich dann, das ist nicht mehr viereckige Augen, das ist schon da drüber. Ja, wenn du dann noch weiter Fernseh guckst, dann wirst du zum Fernseher. Glotzenmieze, Jetzt ist sie aber auch wirklich komplett kaputt. Da geht ja nicht mehr viel. Ja. Vielleicht bin ich doch nicht kultig genug dafür. Mhm. Hä, warte mal, wie bin ich denn jetzt hier raufgekommen? Da vorne geht das noch Neuviral. Nach Dingenskirchens. Mann, was willst du denn, ey? Welche Abzweigung habe ich denn jetzt genommen? Welche falsche?
Also hier, war ich nicht sogar schon mal hier oben drauf? Also ich könnte da jetzt runterspringen. In dieses Maklerbüro. Ah, ich bin hier weitergelaufen. Oder? Nee, ich bin hier weiter. Ach, ich bin da runter und dann musste ich... Ah, ich musste doch da rum. Glaube ich, oder? Irgendwie. Ich musste irgendwie hier, beziehungsweise ich habe da unten... Da habe ich... Genau, ich bin runtergelaufen und habe gedacht, oh, was ist denn da? Oh, wow. Und plötzlich dachte ich, falls das Denken ist, wenn man sich plötzlich fragt, ob man... wie man da hingekommen ist. Plötzlich fragte ich mich, wie ich da plötzlich hingekommen bin. Ja, hier zählt. Ich glaube, ich werde mal gerade... Guck mal, ich habe so viel Holz. 17, wie kommst du das jetzt? 17. 17! Erzähl mal, wie gefällt es dir, im Freien zu übernachten? Ja, ich bin lieber drin. Das ist schade. Wenn du die Insel erkunden willst, musst du dich wohl daran gewöhnen, im Zelt zu schlafen. In Neuviral gibt es nämlich keine Hotelketten oder so. Okay. Ah, der nächste Morgen. Kassettensammlung. Mal gucken. Achso. Ach ja, ich kann ja nur remastern. Im Grammophon. Oder? Wenn überhaupt. Aber ich kann, glaube ich, nicht remastern, weil eigentlich schon alles... Ja, Luna eventuell müsste noch. Aber ich glaube, da müssen noch ein paar Sterne ins Land ziehen. Bei Toren müsste eigentlich auch noch was gehen. Na gut. So, sieht es doch schon gleich wie... Was ist denn das da? Okay, nichts, da ist irgendwas. Okay, hier kann ich, Aha! Doppelaktion, ungewöhnlich. Benutzt die nächste Aktion auf der Liste zweimal, wenn du genug AP hast. 19% Erfahrung. Oh, jetzt guck mal, jetzt kann ich hier... Oh! Okay, hier sieht man aber überall die Kultisten auf jeden Fall. Die haben so Gewänder an. Ah, boah, voll aufgetreten. Und hier sind wieder diese bösen Leute mit den langen Mänteln. Kaylee wieder, ne? Ich komme gar nicht erst dazu. Irgendwie. Und so. Okay, okay, ja. Ha, ausgetrickst. Okay, hier ist so ein Altar. Da wollte ich mal hin. Ah, la, 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 la. Erstmal den Altar beschmutzen. Jawohl. Da sehe ich mich. Apropos, so, jetzt gehen wir wirklich nach Morbidstadt da oben hin. In der nächsten Folge, nein. Da gehen wir jetzt noch hin. Aber ich rede erstmal mit dem Kind, Viech, was auch immer das ist. Okay, es ist aggressiv. Halt dich bitte zurück, okay? Ich bin gerade erst... neu bei diesem Kind des Kummerkults und will vor den anderen nicht schlecht dastehen. Okay. Kein Problem. Ich halte mich zurück. Ich werde dich nur ganz langsam aussaugen. Na, vielleicht schießen wir dich auch einfach ab. Mit der üblichen Taktik. Oh, oh, okay. Da geht ein bisschen was. Oh nee, nicht gut. Sauge ich ihn halt aus.
Der Multiklaps. Aua, aua, aua. Der war vergiftet. Oh no. Ja, jetzt ist auch egal. Oh, Armatoren. Muss voll viel einstecken. Warte kurz! Ich muss eben in meinem Buch nachsehen, was ich machen soll, wenn ich besiegt werde. Ich mach das mal. Ich glaube, einfach liegen bleiben. He dead. He dead now. Okay, ich glaube, das wird ein anderer Levelabschnitt sein, weil der kann ja wohl kaum. Das ist also Morbidstadt, ja? Aha. Ich weiß nicht, was da unten ist, irgendein Hut. Ich weiß nicht, was der von mir will. Oh, okay. Wir gehen einfach rein, oder was? Grüß dich. Ich möchte mit Dorian sprechen. Kaylee, willkommen zurück. Los, du kommst gerade rechtzeitig. Rechtzeitig wofür? Okay, ich werde erstmal hier mit ihm da. Was ist das? Ist was ist das? Aua! Ich. Oh, Sneezy! Oh, danke für die Nuggies! 3 Nuggies! Danke dir! Schön, das funktioniert! Hi! Das jetzt ja doch, genau, die Nuggies wurden aufgespart. Okay, jetzt kam natürlich keine Meldung. Das finde ich ein bisschen, da muss ich nochmal gucken, woran das liegt. Es könnte sein, weil eigentlich kriegt Stream Elements das mit, ob die Browser Source gerade auf ist oder nicht. Es könnte aber sein, dass das dadurch, dass ich das in der Neste ziehen habe, also in einer anderen Szene, dass er das nicht mitbekommt. Sollte er nämlich eigentlich warten, bis die wieder zu sehen ist. Von daher werde ich jetzt mal manuell hier den hier machen. Face Sneeze ist seit 3 Monaten ein Bewohner. Cat Blush. Oh, Cat Blush? Oh, 0 Monate in Reihe stimmt doch nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht ganz, woher da. Also, das kommt definitiv von meinem Bot. Die Frage ist, ich müsste nochmal gucken, wo das herkommt. Muss ich mal schauen. Aber 6 Monate gesagt. Naja, okay. Damals eventuell, ne? 0 Monate in Reihe. Also es kann sein, dass er vielleicht noch gar nicht weiß, dass du. Wobei er das eigentlich von Twitch mitbekommen sollte. Twitch müsste ihm ja eigentlich sagen, pass mal auf, du bist jetzt hier im 3. Monat. Mal schauen. Also pass auf, ich guck da sonst mal live rein. Mal gucken, was er da mir gesagt hat. Actions? Nee, ich muss auf Action Cues, Action History, Replay Buffer Saver, nein, First Words, nein, Vinyan Nuggies, nein. Subs Vinyan Resub Counter ist das, ne? Twitch Resub Dart, hier 1. Kumulativ 3. 3 Monate. Okay, kumulativ heißt zusammengerechnet. Monster Streak liegt aber bei 0. Insofern ist das, was er mir ausgibt, ist das schon korrekt. Weil Monster Streak ist ja die. Ja, bitte? Schließen Sie die Einrichtung ab. Nein, ich will nicht. Wofür? Geräteinstallation. Was für ein Gerät? Ach so, hey. Ich sehe gerade nichts. Ich sehe gerade. Nein, ich will nicht. Ich will meine Einrichtung vom PC nicht abschließen. Machen wir später hin an. Raw Input. Cat Blush.
Emote Count, Batch Count. Trigger ID, User. Action Name, Subscriber ist VIP. Event Source, Vinian Sub. Also hier steht Monstreak steht bei 0. Das müsste schon, ich kann gerne nochmal reingucken, was das für ein Dings ist, aber eigentlich, also kumulativ, es ist ja ein Resub. Kumulativ heißt eigentlich, wie viel insgesamt schon, weil du kannst ja auch einen Monat Pause machen zum Beispiel. Und dann würde Monstreak würde dann bei 2 sein, beziehungsweise bei, also 0 würde bedeuten, du fängst gerade wieder an. Also, er ist der Meinung, du hättest vielleicht hast du es letzten Monat nicht angeklickt, hast nicht gesagt, ich möchte das gerne teilen oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber müsste ich nicht im Streak sein, wenn ich vor einem Monat, 6 Monate im Voraus gekauft habe? Ja, theoretisch ja. Es kann aber auch sein, dass er das nicht zählt, weil du nicht gesagt hast, ich möchte das bitte veröffentlichen. Oder dass das erst nächsten Monat kommt. Oder dass das irgendwie ein Fehler von Twitch ist. Ich kann ja mal gucken, was Twitch dazu sagt. FaceNeeze hat erneut für einen Monat auf Stufe 1 abonniert und abonniert jetzt schon 3 Monate. Hat erneut für einen Monat abonniert schon 3 Monate. Da steht aber nicht 3 Monate in Folge. Sonst würde da normalerweise Folge stehen. Das heißt, Twitch hat das nicht mitbekommen. FaceNeeze has subscribed for 3 months. Klingt zum Beispiel auch immer ganz anders krass. Also Stream Elements sagt mir, du hast für 3 Monate abonniert, was immer ein bisschen krass klingt. Ja. Also mein Twitch-Dashboard sagt mir eben das. Ach ja, ist auch egal. Ja. Naja, du hast 3 Nuggies auf jeden Fall bekommen. Das ist schon mal korrekt. Ich habe es also korrekt eingestellt. Genau, weil er dann nämlich mit jedem aufsteigenden Monat schmeißt er ein Nagi mehr. So soll das sein. Und ich verrate euch was. Es ist auch abhängig davon, welches Tier zum Beispiel. Oder wie viele Monate halt. Also wenn irgendwann mal einer auf die Idee kommt für Tier 3 und dann irgendwie so, weiß ich nicht, ein Jahr. Dann fliegen hier aber richtig viele Nuggies. Weil es sind Nuggies mal 3. Ja? So habe ich das eingestellt. Ob es dann noch funktionieren wird, weiß ich nicht. Aber naja, schauen wir mal. Oh, Sneezy leicht notiert. Oh Gott, ich habe Leak. Ja, ich habe einfach gedacht, ich muss dringend nochmal, das werde ich mir nochmal notieren. Denn ich habe immer noch nicht die neuen Sounds eingefügt. Weil jedes Mal, wenn ein Nagi mich, vor allen Dingen, es wird auch nur noch dann ein Sound abgespielt, wenn ein Nagi mich trifft. Die Nagis fliegen jetzt ein bisschen dynamischer. Es kann auch manchmal sein, dass mich ein Nagi nicht trifft, weil der einfach über mich rüberfliegt. Ne? Das kann auch sein. Dann muss ich den vom Boden aufsammeln. Dann hat er eine besondere Kruste, das ist auch immer ganz nett. Aber grundsätzlich, wenn sie mich treffen, gibt es halt verschiedene Sounds. Die habe ich nur noch nicht implementiert. Nagi-Sound. Aktuell ist es noch dasselbe. Ich fand es halt nervig, dass bei Vinian halt standardmäßig das so eingestellt war. Oder dass man das nicht einstellen kann. Also früher war es halt so, ich habe halt gesagt, wenn jemand subskribiert, dann werfe 6 Nuggies auf mich. So, und dann hat er 6 Nuggies geworfen, habe keine Haare genommen, hat er isch, und dann kam er so ein, weil er halt 6-mal den Sound abgespielt hat und das klang blöd. Da habe ich gesagt, das ist mir viel zu langweilig. Also pay to win. Ja, quasi, wenn du das so nennen möchtest. Ich weiß ja nicht, was du gewinnst. Aber ja. Soll sich auch lohnen. Nee, jetzt halt schmeißt er halt alle 250 Millisekunden schmeißt er ein Nagi, glaube ich. Also er wartet zumindest ab. Das Schöne ist, dass er dann meinem Bot auch eine Rückmeldung gibt, dass er die Nuggies geworfen hat.
Es können nämlich jetzt keine Nuggies verloren gehen. Oder, keine Ahnung, wenn jetzt jemand eine 5er-Sub-Bombe droppt oder sowas, dann werden 5 Nuggies geworfen. Die gehen also nicht verloren, sondern das ist jedes Mal, das habt ihr eventuell auch schon mal im Chat gesehen, wenn er sagt Sub-Nuggie-Ende. Das habe ich ausgestellt mittlerweile, weil er jetzt, also er hat immer eine Rückmeldung. Also mein Programm Vinian gibt meinem Bot eine Rückmeldung über das Websocket. Hallo, ich habe das Nuggie geworfen, du kannst jetzt weitermachen. Und dann sagt mein Bot, alles klar, ich mache weiter. Hier, oh, hat noch einer wieder ein Nuggie. Also die kommunizieren mittlerweile miteinander. Das ist wahnsinnig kompliziert. Aber, na so kommt, also wenn man einmal weiß, wie es geht, ist es gar nicht so kompliziert. Aber die Dokumentation ist halt immer nicht so geil. Die ist nicht, du gehst nicht einfach mal auf eine Webseite oder auf den Discord-Server und sagst, hallo, ich habe das Problem, ich brauche mal eine Lösung. Manchmal kannst du es machen, weil manchmal die Leute halt einfach kommen und sagen, ja, kein Problem, mach doch einfach das, das, das und das. Aber in der Regel ist es eher so wie heute mit dem, also ich habe ja jetzt einen neuen Shoutout-Service und auch gleichzeitig ein Twitch-Clip-Player. Und da habe ich heute und gestern ziemlich lange wieder mit dem CSS rumgespielt, dass das ein bisschen schön aussieht. Ja, und wenn das Ganze dann nicht funktioniert, dann denke ich mir immer, boah, warum? Warum mache ich das eigentlich? Ich könnte das Ding einfach so hier reinschmeißen. Okay, funktioniert nicht. Ja, auch egal. Oder schön alles mit Times New Roman hier. Ja, und was? Einen orange glühenden Rahmen um die Sachen herum? Brauche ich gar nicht. Was? Wie orange? Nö, ich mache einfach irgendwie. Aber ich mache es ja für mich selbst. Weil ich kriege immer eine Existenzkrise, wenn ich irgendwo Times New Roman sehe. Oder am besten Comic Sans. Ugh. So. Ja, mehr Nuggies, genau. So, ich gehe jetzt hier hin und werde jetzt da, keine Ahnung, was hier. Was? Bahnhofsvorsteher trifft denjenigen, der sich um die Bahnhöfe kümmert? Verkehrskrabbe? Wie spricht denn er? Aha, Chris und Kaylee, ich habe auf euch gewartet. What? Hat diese Verkehrskrabbe gerade geredet? Bitte vergleicht mich nicht mit den hirnlosen Verkehrskrabben, die da draußen unterwegs sind. Ich bin Magikrabbe, vertraglich der unendlichen Meerlinie verpflichteter Diener. Lange mögen ihre Züge pünktlich kommen. In ihren heiligen Hallen zu hausen ist ein Privileg, das ich nicht in Worte fassen kann. Ihren Passagieren zu dienen ist doch das Mindeste. Was bedeutet, ihr sagt mir, wohin ihr müsst, und ich mache den Zug auf Bahnsteig A bereit. Viele der Haltestellen der Meerlinie sind derzeit nicht zugänglich. Sie stehen wieder zur Verfügung, sobald ihr Bahnhöfe wieder eröffnet werden. Ah, oh, das ist schön. Das ist ja cool. Ich hatte mir ein bisschen sowas erhofft. Das ist so ein bisschen wie wenn man bei Pokémon Fliegen bekommt. Und dann endlich merkt, oh, wow. Schön. Du kannst die Schnellreise auf der Karte jederzeit aktivieren, wenn du draußen bist. Anfangs kannst du nur zum Café Grammophon zurückreisen. Allerdings wird durch jeden wiedereröffneten Bahnhof ein neues Ziel hinzugefügt. Die Bahnhöfe der Meereslinie scheinen einige seltsame Wesen aus weiter Ferne zu beherbergen. Erkunde die Bahnhöfe gründlich, um wertvolle Informationen und Belohnung zu erhalten. Also, was kann ich für dich tun, Chris? Ich möchte reisen. Ich will Neu-Viral verlassen. Ja, ich will Neu-Viral verlassen. Nun, Bahnsteig B benutzen wir für interdimensionale Reisen. Allerdings wurden alle Abfahrten auf Bahnsteig B für die nächsten 642 Jahre gestrichen. Die Meerlinie meinte, es hat irgendwas mit einer übernatürlichen Verseuchung zu tun. Ich weiß auch nicht. Oder möglicherweise war es ein Krieg. Naja, ich freue mich mitteilen zu dürfen, dass die Ankünfte auf Bahnsteig B planmäßig erfolgen. Also, was kann ich für dich tun, Chris? Bahnsteig B?
Bahnsteig B ist anderswo. Dieser Bahnhof wurde vor einiger Zeit durch einen Erdrutsch zerstört. Aber ich glaube, er wird in Kürze eine Ankunft geben, ja. Der auf Bahnsteig B eintreffende Gast ist bekannt dafür, äußerst voreingenommen zu sein. Also, was kann ich für dich tun, Chris? Was war die Meerlinie noch gleich? Ja, genau, die Meerlinie ist ein unterirdisches Netz aus Bahnhöfen aus ganz Neuviral und einige Entfernungen darüber hinaus. Die Meerlinie spricht nicht mit Sterblichen, sie hat mich auserwählt, als Mittelsmann zu dienen und wird mit dir in Kontakt bleiben. Also, was kann ich für dich tun, Chris? Magikrabbe? Allerdings, ich bin Magikrabbe, vertraglich verpflichteter Diener der unvergleichlichen Meerlinie, in deren Hallen wir gerade stehen. Genau wie du stamme ich nicht von Neuviral, allerdings waren schon viele hier, die mich kannten. Die Meerlinie hat mich damit beauftragt, dich durch ihr Bahnnetz zu gleiten. Also, was kann ich für dich tun, Chris? Ich möchte reisen. Ja, oder? Sollen wir heute... Wir können ja zumindest nochmal in die Stadt rein. Nun gut. Also, ich weiß, dass er hier ist. Es ist schön, es ist gut. Ich werde ihn mit Sicherheit nutzen. Aber komm, ich will endlich jetzt mal deine Stadt rennen. Hä? Gerade rechtzeitig? Rechtzeitig wofür? Wo sind denn alle? Ist irgendwas los? Haben die sich versteckt? Schauen wir uns alles genau an. Kundschafte Morbidstadt aus. Okay. Oh, wild. Morbidstadt. Der Typ da hinten macht mir ein bisschen Angst. Ja gut, ich würde sagen, ich fahre mal zurück. Wir werden uns am Donnerstag Morbidstadt angucken. Karte. Ich möchte zurück nach Café Grammophon. Und möchte mich mit Kaylee eine Runde hinsetzen. Ich will doch nur hier sitzen und eine kurze Pause einlegen. Meine ganzen, weil ich weiß nicht, was mich in Morbidstadt erwarten wird. Und wir könnten beim nächsten Mal auch nochmal einen Bahnhof räumen. Da ich ja jetzt weiß, was die sollen. So, Kaylee erzählt mir wieder eine lustige Anekdote aus dem Leben. Wir lachen wieder alle. Ha, 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 ha. Ausruhen. So. Kassettensammlung? Nee, das war das. Gruppe. Okay, ich kann nichts remastern. Sad. Ja gut, ich lasse Thorin mal vorne. Da ich Thorin aufrocken will. Nee, wie sagt man? Aufleveln will. Kassettensammlung. Inventar. Oh ja, ich kaufe noch mal ein paar Sachen. Bei der guten Clem. Hallo. Bonjour. Bonjour. Was kann ich für dich tun? Ich brauche mal eine Zurückspulung. 6 Volt, Alter. Das kostet einfach gar nichts mehr, weißt du? Neuspulung kostet 30. Pff, mir mittlerweile auch egal. Ist nach wie vor blöd, dass ich nur einen tragen kann. Einfache Kassetten brauche ich nicht mehr. Au revoir. Au revoir. Ich bin langsam an einem Punkt angekommen, wo ich eigentlich nichts mehr... Also wo ich mir eigentlich alles leisten kann. Aktuell zumindest. Ich weiß nicht, bei wie viel Prozent ich bin beim Spiel. Was mir aber auch egal ist, zum einen. Und zum anderen, ich immer blöd finde, wenn man weiß, okay, das ist jetzt der Endboss oder so. Aber ich denke, also wir haben noch richtig viel zu tun. Ich finde es ein bisschen schade, dass Kubo kein Archiv hat. Der hat das Spiel ja auch gespielt. Und ich mir das nicht angucken kann. Weil ich habe davon nicht wirklich was mitbekommen. Beziehungsweise wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich finde es immer ein bisschen schade. Dass das dann einfach... Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie man einfach in den Äther streamen kann.
ohne das zu archivieren. Wie geht das? Finde ich wild. Ich gehe jetzt erstmal nur noch schlafen. Oh, ein neues Gericht. Ich habe gehört, dass die Peepers auf der Farm im Westen Probleme mit ihrer Brücke haben. Oder die Pipers? Ja, cool. Bis ich da irgendwann mal bin. Aber das ist so ähnlich wie bei Skyrim. Erstmal alle Quests annehmen und wenn du mal auf der Ecke bist, machst du mal eine. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen. Komm, Kaylee, mach mit. Kaylee mal so. Nein. Okay, wild. So, ich guck nochmal in meinen Briefkasten. Sehe, dass der leer ist. Ich gebe keinen Code ein, weil ich nicht weiß, was das bedeutet. Vielleicht gucke ich da mal nach. Ist das vielleicht so ein Bonuscode aus dem... Falls das jemand weiß, kann er mir ja gerne mal sagen, ob das ein Bonuscode ist, den man auf irgendeinem Event oder irgendwas... Oder ob es etwas ist, was man im Spiel finden kann. Also wenn man den Code irgendwann im Spiel finden kann, dann will ich den Code auch nicht wissen. Aber ich wüsste zumindest ganz gerne, ob das wie bei Crosscode quasi, da konnte man am Anfang ja auch so Codes eingeben. Und die hat man auf Events bekommen. Und da ich nicht auf diesen Events war, weil wie auch, 2017 kannte ich das Spiel noch nicht. Ist halt die Frage, oder so ein bisschen wie bei Pokémon, da gab es ja auch immer so geheim, nicht geheim versteckt, sondern Geheimnis oder so hieß das. Da konnte man auch so Code eingeben und dann konnte man irgendwie Pokémon bekommen. Diese Codes kriegte man aber nur auf irgendwelchen Events, wo man dann war. Und also ein Kram. Und das habe ich auch nie. Wie auch. Ich kann ja schlecht irgendwo rausgehen und irgendwo hin. Also, wir gehen jetzt aber mal irgendwo hin. Nämlich hier in mein Wohnzimmer. Und dann gucken wir mal auf Twitch. Dann schiebe ich euch so langsam mal raus. Nein, ich möchte nicht OBS beenden. Dankeschön. Ich wollte das Spiel beenden. So, denn ich muss mich gleich dringend aufladen gehen. Bevor ich wieder eine Notabschaltung riskiere. So. Kategorien. Und dann gucke ich nochmal, warum. Ich verstehe es nicht, warum die Browser Source vorne nicht funktioniert. Also ich habe wirklich sehr lange mir Clips angeguckt. Ich kenne mittlerweile alle Clips von euch. Vor allen Dingen, wie oft. Also bis ich irgendwann das umgestellt habe. Ich habe Shuni ihm ihre Mafia. Und nicht mal. Doch, Mafia war es auch mal. Ja, Mafia war es auch, aber hauptsächlich. Ich kenne den Clip mit Misu und wie. Und mit dem Schrank. Die kann ich mittlerweile mitsprechen. So oft habe ich die gesehen. Bis ich dann irgendwann dazu übergelaufen bin und eben dann einfach den Player. Wie sagt man, gestylt habe, mit Clips von anderen. Das Schöne ist nämlich, ich kann einfach angeben, welche Leute da rein und dann sucht er von euren Kanälen, sucht er sich Clips zusammen. Also wenn ihr auf Twitch streamt und ich euch kenne, dann lade ich da gerne Clips mit rein. Ich hätte das nämlich schon ganz gerne, dass wir vielleicht vorne einfach, also aktuell habe ich es noch ohne Ton. Oder auch so für Pause, für den Pausebildschirm. Ich überlege mir da nochmal was, beziehungsweise werde das so ein bisschen nach und nach dynamisch machen, aber ich hätte schon ganz gerne da einfach so Clips drin. Dass man einfach ein bisschen sieht, was machen die anderen so und auch einfach, dass man ein bisschen Unterhaltung hat. Klar, natürlich ist die Musik vorne schön und vielleicht werde ich sie auch im Hintergrund weiterlaufen lassen oder so. Aber ich hätte auch schon ganz gerne wirklich so ein ich mag den Player, ich mag das, die Idee fand ich toll. Ich kann ja jetzt nochmal eben kurz ausprobieren. Aber ich glaube, weil das verstehe ich nämlich nicht, warum der Player so ruckelt. Das hat er vorher halt nie gemacht, das muss wegen irgendwas. Ich habe schon auf 30 FPS runtergestellt und so, aber irgendwas.
Ich könnte sonst auch low. Oder ich mache für den einfach mal, weil der ist ja eh klein. Ich mache für den sonst einfach low. Low quality. Vielleicht hilft das, aber ich verstehe es halt nicht. Und vor allen Dingen gerade läuft es halt wunderbar. Ich glaube, das könnte tatsächlich vorne wegen der... Einfach wegen dem... Pass auf, ich nehme den Twitch-Player mal. Das könnte sein wegen dem Hintergrund. Ich kopiere den mal. Der läuft gerade echt flüssig. Verstehe ich nicht. Ich glaube, irgendeine Szene macht da eine Szene. So, wenn ich den jetzt hier reinpacke, ne? Tada! Ist er da, so. Ja, und eigentlich... Ne, wobei, ich lass den mal so. Ich zieh den mal nur ein bisschen größer. Vor allen Dingen ist er auch noch 4 zu 3. Und das ist eigentlich nicht... Da müsste ich ihn nochmal neu stylen. Weil das macht natürlich wenig Sinn, wenn das abgeschnitten ist. Aber... Er läuft super flüssig, ne? So, und er liest halt aus allen... Clips halt was aus. Verstehe ich nicht. Kuscheln, verhören, töten? Ja. Oh ja. Schöne Szene. Da kommt das. Kommt dann nämlich her. Also das hier. Genau. Das ist aus dem Clip. Schöner Clip. Oder ich muss oben und unten Balken einfügen, aber dann sieht man. Ich habe halt echt lange gebraucht, bis ich unten da diese Anzeige, weil ich nämlich wissen wollte. Oder man sollte halt sehen können, wie heißt der Clip, wer hat ihn geklippt und wann war denn das? Weil da sind alle Clips drin. Also teilweise zum Beispiel von Shuni noch mit wirklich dem Model, was ich gar nicht mehr kenne. Aus 2022 sind da Clips drin. Ja, da hat sie noch Subnautica gespielt. Cleo hat ja leider ihre ganzen Clips offline genommen mit dem 3D-Model. Das kenne ich tatsächlich noch. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ansonsten ist das, was ist das? Warte mal, wie ist das? Quantic Dingsbums? Ah, Control ist das. Ah, es ist Control. Ah. Ich fände es nämlich schon schön, wenn man irgendwie mal ein bisschen sehen kann, was für ein... Also ich werde vermutlich vorne mein Bildschirm ein bisschen umorganisieren. Oder ich kann nochmal den einen Bildschirm graben, den ich habe von Elliot noch. Dann stelle ich den einfach auf. Weil ganz ehrlich, Follow Me, das ist ja egal. Also ich denke mal, ich werde nochmal den Bildschirm ein bisschen... Oder ich mache den tatsächlich als eigenes Fenster, das geht tatsächlich auch. Könnte ich da einfach ja, das geht sogar super easy. Also ich kann jetzt einfach hier per CSS das Video einfach zum Beispiel um 50% kleiner machen und dann wäre es halt da oben. Dann kann ich dem noch einen Rahmen geben und so. Super easy. Aber das erstmal rausfinden. Ja. Na gut. Okay, also hier funktioniert das. Muss ich nochmal gucken, warum das vorne nicht funktioniert. Ich glaube bestimmt wegen dem Videobild. Wegen dem Video, was da abgespielt wird auf den Fernsehern mit dem Follow Me. Weil das ist ja eine meiner Zweitwohnungen, wo wir da sind. Hat OBS ein bisschen Probleme, habe ich das Gefühl. Gut. Und ich muss dann denken, dass ich das Mikrofon auch anschalte, weil sonst die Mundbewegung nicht funktioniert. Das sieht ein bisschen doof aus. Aber ich bin ja eh ein Geist. Ich spreche aus dem Äther zu euch. Und jetzt gehen wir rüber zu die Twitch. Guck mal, auch hier. Ja. Braucht man eigentlich gar nicht. Bin auch der Einzige, also ich weiß, niemand anderes hat irgendwie einen Raid-Bildschirm oder so, den ich kenne. Und die meisten, vor allem, ich finde es, also ich persönlich, ich habe ein großes Problem damit,
dass man auch bei OBS eine Bildschirmaufnahme macht, weil du da nicht kontrollieren kannst, was angezeigt wird. Das halte ich einfach für ein Sicherheitsrisiko. Und da kommt eigentlich auch immer nur Quark raus. Auf der anderen Seite wünsche ich mir bei OBS natürlich eine Funktion, dass ich sagen kann, nimm bitte alle Fenster von dem Programm auf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch irgendwie jetzt ein, keine Ahnung, ich mache jetzt hier einen Rechtsklick drauf und habe das Kontextmenü, das seht ihr zum Beispiel nicht, weil er das nicht mit aufnimmt. Er nimmt nur diese Seite auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas abspeichern möchte, gut, kann ich natürlich auch nichts leaken. Ja, wenn ich aus Versehen in einem Ordner drinne bin, wo irgendwelche Dateien drinne sind, ja, Steuererklärung.txt zum Beispiel oder so, oder Weltherrschaft.doc, dann kriegt ihr das nicht mit. Ist aber blöd, wenn ich euch irgendwas zeigen möchte. Na, dann. Aber dann kann man die Bildschirmaufnahme immer noch anmachen. Wie kam man jetzt dahin? Ich habe keine Ahnung. So, ich gucke jetzt hier, ich gehe jetzt hier. Ja, mein Twitch. Ist ja alles kein Problem. So, Crosscode 1. Brauche ich eigentlich gar nicht reingucken. Ich gucke trotzdem rein. Gravity Rush, Subnautica, Karaoke Party, To the Moon. Gucken mal rein. Und ich lieb's halt einfach, ne? Dass ich. Also wirklich, ich bin. Selten stolz und selten finde ich gut, was ich mache. Aber der Sendeplan, wie einfach der aufgebaut ist, ist einfach, kann das ja mal, guck mal, Leak, den gibt's einfach dreimal. Das Coole ist, dass ich den jetzt direkt bei OBS editieren kann. Ich kann zum Beispiel sagen, heute gibt das Beasts. Und er macht das halt für Dienstag und Donnerstag. Weißt du, ich muss nur noch einen Eintrag editieren, weil ich ihm einfach jetzt gesagt habe, was in dem Container drin stehen soll. Also quasi, stellt euch vor, ich arbeite mit Variablen, ohne das zu tun. Es ist super. Auf der Tastatur eingeschlafen, genau. So ähnlich. Ja, und der Streamplan passt sich dynamisch. Also, der macht die Größe dynamisch. Er zeigt immer noch an, welcher Tag heute ist, nämlich Dienstag. Das wird per JavaScript gemacht. Es ist einfach, ich find's so geil. Ich liebe den Sendeplan. So, ich mach den mal wieder hier. Ah, wie cool! Ich kann die Änderung sogar rückgängig machen. Und das finde ich schade, dass OBS von sich aus das nicht kann. Sondern, dass ich quasi hier mit CSS und ewig viel Code arbeiten muss. Putt entdeckt. Aber es funktioniert. Ja. Prima auch so. Yes. Wie likes der Sendeplan? Putt gelöst. Ja, okay. Genau. Sendeplan, yes. Und ich weiß gar nicht, ob ich... Wie habe ich denn... Also eigentlich hat nämlich der untere Sendeplan hat noch oben den Zusatz Sendeplan, aber ich habe es ausgeblendet. Wie habe ich das denn nochmal gemacht? Line through. Ach ja. Ich kann zum Beispiel auch Dinge durchstreichen, ne? Das geht auch ganz easy. Zack. Und schon ist Hogwarts Legacy gestrichen. Das hat halt ein festes, einen festen Stil. Ich liebe das ja, ne? Dass man einfach feste Stile hat. Wie habe ich denn, da war der Table Small Left, First Child, ach ja, genau, ich habe das First Child ausgeblendet. Und zwar die Tabelle unten ist eine eigene Tabelle, die hat einen eigenen Namen. Und da habe ich einfach gesagt, blende doch mal die oberste Zeile aus. Die oberste Zeile, da steht einfach noch Streamplan drin. Weil das jetzt aber ins Bild reinragt und das blöd aussieht, habe ich gesagt, ach komm, es muss keiner wissen, dass das unten der Sendeplan ist. Ich nehme einfach die erste,
ich sage einfach Display None und schon zack, ausgeblendet. Und er nimmt sich dann den Rahmen drumherum und passt den an. Okay, ich mag einfach Webseiten und CSS. CSS wirklich ist eigentlich so gut wie alles, was ihr hier seht, funktioniert mit CSS. Oder ist irgendwie mit CSS gestylt. Weil das halt super einfach ist. Du fügst halt deinen Code da ein und es sieht halt immer gleich aus. Das ist das Schöne dabei. Und das finde ich blöd, dass OBS das noch nicht macht. Ja? Naja, vielleicht mit der 30er-Version. Wer nicht weiß, was CSS ist, Custom Style Sheets sagen einer Webseite, wie sie auszusehen hat. Ja, also der Text, hier steht der Text. Und CSS bügelt nochmal drüber und sagt, wie der Text auszusehen hat oder wo der zu stehen hat. Und das kannst du halt anpassen. Ich kann sogar in CSS Dinge reinschreiben. Das konnte ich früher auch nicht. Mittlerweile weiß ich, wie das geht. Weil du einfach Pseudo-Elemente da einfügen kannst. Das habe ich tatsächlich erst durch den Chat von Zeitri erfahren, den ich hier nutze. Weil er das so, weil RCS da nämlich das so gemacht hat. Und ich so, what? Das geht? Man kann mit CSS. Ich kann ja keine Sachen irgendwo auf die Seite draufschreiben, weil CSS sagt ja nur, wie Dinge auszusehen haben. Aber mit Tricks geht das. Geht eigentlich mittlerweile alles. Irgendwie. So, was nicht geht, ist irgendjemanden zu finden, den wir raiden können. To the moon. Gut, dann gucken wir mal hier. Huch, achso, falsche Seite. Live muss ich. Baldur's Gate. Oh, wir könnten bei Senosa rein. Noosa? Guck mal, Noosa. Da hat nur einen. Dann müssen wir da gleich. Also zumindest muss ich mal meinen Lurky da reinpacken. Den ich eigentlich. Guck mal gerade. Feuertopf Gaming ist in der Lurky-Liste drin. Aber ich glaube, ich habe schon 4 Streams offen. Facey ist auch am Start. Den habe ich auch nicht drin. Vielleicht hat er den irgendwie. Oder das irgendwie nicht mitbekommen. Celeste ist ein. Oh, heute ist er. Ach stimmt, heute ist Pixel-Tag, ne? Und DPO spielt Celeste. Das ein Pixel-Spiel ist. Aber ganz ehrlich, ich kann da auch von abweichen. Weil das ist mein Stream hier. Oh, Transport Fever. Auch schön. Sieht aber eher aus wie. Aber da sind sie sich ähnlich, ne? Wer hat denn letztens. Tasik hat so ein anderes Spiel gespielt. Das sah aus wie. Wie City Skylines. Man konnte aber so Dinge bauen wie so ein Sägewerk oder so. Also, ich glaube, eine Mischung zwischen Anno und City Skylines. Was mega cool ist, weil bei City Skylines habe ich das immer vermisst. Da konntest du nur Industrie bauen. Du konntest aber nicht sagen, was du dahin bauen willst. Du konntest so spezielle Sachen, glaube ich, bauen, wie einen Busbahnhof oder ein Wasserwerk oder sowas. Ja, doch, das ging. Aber du konntest einige Sachen halt nicht machen. 4 Reisende mit Kopfproblemen. Unsere Charaktere haben auch einen Parasiten-Intus. Oh no. Map heißt Karte. Aha. Heute stürzen wir uns mit Amanda in sehr lehrreich und natürlich überhaupt nicht gruselige Abenteuer. Live-Musik? Ja. Ja, ich denke dann. Dann gucken wir mal, ob Baldur jetzt endlich sein Tor repariert hat. Die werden ja noch wohl noch ein bisschen machen. Die machen ja mal ewig lange, ne? Guck mal, Kupo auch schon wieder. 5 Stunden 20 am Stissel. Schlimm sowas. Habt ihr keine Hobbys oder was? Ich bin so geil, ne?
Ach ja. Kubo hat ja immer Pre-Show oder sowas. Ah, hallo, Tassik. Ich habe über dich gelästert. Aber nur Gutes, hoffentlich. High-Rise City, genau. Das meine ich. Das sah halt lustig aus. Warum sind denn die... Ach so, ich weiß, warum die Emotes so klein sind bei mir im Chat. Weil der Chat kleiner sein muss, damit mehr drauf passt. Gut, dann schicke ich euch jetzt zur Nosa rüber, würde ich sagen. Ja, machen wir das so. Gucken nochmal hier eben kurz, ob wir die Lurkies hier, ich muss immer die Seite aktualisieren. Und dann geht's rüber da. Und da gucke ich mir gleich mal an, warum der Player nicht will. Oder vielleicht war das tatsächlich ein Fehler von der Seite, was aber eigentlich nicht sein dürfte. Der Sprecher Highwise Skitty. Damit hat er mich zerlegt. Das wären eben 18 Schaden bei mir gewesen. Highrise Kitty. Gut, so, warum? Achso, da. Ja, ja, ich muss hier so klicken. Das ist schon spannend, ich musste Clickies machen. So. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der Dude hat, deswegen kann ich das nicht sagen. Er hat noch 5 Leben. Achso. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Nehmen Sie Ihre Pixel mit rüber. Bei Nosa sind es ein paar mehr Pixel. Aber das ist, denke ich, auch okay. Ja. Denn da kann ruhig mal der Counter ein bisschen höher klettern, finde ich. Und wir klettern morgen wieder bei Hogwarts Legacy. Ein bisschen durch die Gegend. Ja, auf zu Nosa, genau. Und ich bedanke mich fürs Zugesehen haben heute. Donnerstag dann wieder Cassette Beasts. Wir werden dann in Morbidstadt tatsächlich dann endlich sein und uns mal angucken, warum da die Leute alle weg sind. Wo die alle hin sind, vielleicht gibt es einfach irgendwo frei Bier und frei Pommes. Ja, Uno und Fritten. Bauen uns einfach unser eigenes Morbidstadt auf. Finde ich gut. Ja, joint im Chris-Court. Lasst ein Däumchen auf YouTube da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bleibt dran. Tschüss. Die machen Urlaub in der Karibik. Das glaube ich auch. Bei Jack. Ja, willst du denn jetzt 600 Gold nehmen? Also erstmal gucken, was wir überhaupt alles an Ressourcen haben. Wir haben...